Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um das Thema Double Gate MOSFET gehen. Das ist quasi die Fortsetzung von dem Video Bulk MOSFET, was ja quasi der einfache, normale MOSFET ist. Wie gesagt, auch dazu ein Video ist nochmal unten verlinkt. Und es gibt noch ein weiteres auch zum Ultrasin Body MOSFET. Das ist auch nochmal unten verlinkt. Das ist nochmal so eine Sonderart des Bulk MOSFETs. Wir haben auch schon mal ein Video gemacht, wo das ganze, der ganze Aufbau eines MOSFETs produziert. Das ist auch unten verlinkt. Also wie gesagt, alle Videos plus Playlists zu dem Thema könnt ihr gerne unten auschecken. Ansonsten kümmern wir uns heute, wie gesagt, um den Double Gate MOSFET. Das ist, wie gesagt, einfach ein doppelter Bulk MOSFET, also quasi von beiden Seiten beschichtet. Sehen wir gleich im Aufbau. Wir haben einen komplexeren Aufbau als ein Bulk MOSFET, dafür aber halt Silicon und Isolator, was ja eben auch für sehr kurzkanälige MOSFETs sehr gut ist, beziehungsweise nötig ist, damit da eben ein Transistoraufbau überhaupt möglich ist, ohne dass Tunneleffekte und Ähnliches auftritt. Gut, wie ist das Ganze jetzt aufgebaut? Normalerweise hatten wir beim Bulk MOSFET ein Substrat, darauf die Source und Gate-Oxid und Gate. Auch hier haben wir ein Substrat. Dieses Substrat ist allerdings lediglich der Kern quasi unseres MOSFETs, weil wir den MOSFET jetzt nicht vom Substrat nach oben hin aufbauen, sondern vom Substrat nach oben und unten hin aufbauen. Bedeutet, wir haben hier zwar unser Substrat, haben drumherum aber auch noch unsere Source und unseren Drain. Source und Drain. Und da kommt jetzt wie eben, also wie beim Bulk MOSFET auch Silicon und Isolator, eine Isolatorschicht drauf, also wieder Siliziumoxid zum Beispiel. Und analog kommt diese Schicht, wo ja vorher eigentlich beim Bulk MOSFET hier unten noch alles Substrat war, kommt auch hier so eine Isolatorschicht drauf. Das heißt, diese Schicht, die wir hier sehen, ich kann sie auch gerne mal schraffieren, das ist jetzt SiO2, Siliziumoxid. Also eine isolierende Schicht. Und auf diese isolierende Schicht kommt jetzt auch wieder das Gate drauf. Dann haben wir zum einen Frontgate. Frontgate. Wir haben ja nicht nur eins, weil wir auch hier unten eins haben. Das ist dann das Backgate. Und der Vorteil, den wir dadurch haben, ist halt, dass wir jetzt diese Gate-Spannung nicht nur oben anlegen, sondern auch unten anlegen können. Und dadurch halt das Potenzial von beiden Seiten zudrücken. Also dass wir halt eben einen Verlauf haben. Vorher hatten wir einen Verlauf, wo halt so dreieckig war die Abschnürung des Kanals. Jetzt haben wir eben eine Abschnürung des Kanals, die halt von beiden Seiten durch Substrat angreift und wir dadurch eine viel genauere Abschnürung des Kanals hervorrufen können. Außerdem haben wir automatisch unter der Substratschicht hier einen Isolator und hier über der Substratschicht einen Isolator gesehen von unten aus, wodurch wir automatisch Silicon und Isolator haben und damit auch Kurzkanäle sehr gut designen können. Vorteil davon ist also, wenn wir hier diese Abschnürung anschauen, wir haben eine bessere Kanalansteuerung. Ich schreibe es mal als Vorteil, effektivere Kanalansteuerung. Was wir jetzt sehen können hier, auch hier, wenn wir das Banddiagramm, das Energiediagramm mal anzeichnen, können wir sehen, wo sind denn im Endeffekt die Ladungsträgerverteilung an den Randschichten. Und auch hier soll wieder gelten, wie in dem Bulk-MOSFET-Video, ich schneide jetzt quasi von unten nach oben das Ganze mal auf und zeichne mir quasi das Energiediagramm über den Ort aufgezeichnet. Bedeutet, ich habe im Endeffekt jetzt erstmal das Energieniveau, wenn ich hier durchgehe vom Frontgate. Wenn ich beim Frontgate durchgegangen bin, kommt ja diese SiO2-Isolator-Schicht. Frontgate hat ein relativ niedriges Energieniveau. Ein Isolator, da brauche ich viel Energie, um den zu überwinden. Das ist ja ein Isolator auch. Das heißt, hier habe ich ein relativ hohes Energieniveau. Dann kommt das Substrat. Das Substrat ist ein bisschen höher als das Gate-Energieniveau, wodurch wir halt hier eben diese Verteilung haben. Dann fällt dieses Gate ja wieder ab auf einen weiteren Isolator. Also das Substrat ja wieder ab auf den nächsten Isolator, also wieder SiO2-Schicht. Und da kommt im Endeffekt dann wieder unser Backgate. Also hier Frontgate und hier Backgate. Und dann halt hier Isolator, an den beiden Stellen Isolator und hier der Body, nennt man das, also quasi das Substratstück in der Mitte. Und was wir halt hier auch wieder haben, sind die Ladungsträgerverteilung an den Randschichten. Wir sehen schon, okay, das krümmt sich hin zum Siliziumoxid, also zum SiO2, womit wir halt eben hier eine Ladungsträgerverteilung haben und hier eine Ladungsträgerverteilung haben, die besonders hoch ist. Und das heißt, es sammelt sich quasi hier am SiO2 auch die Ladungsträger tatsächlich an.
Genau, das heißt, hier das Bandiagramm schon ein bisschen komplexer, der Aufbau, wie gesagt, von beiden Seiten deswegen auch komplexer, dadurch eine effektivere Kanalansteuerung als beim Bulk-MOSFET. Es gibt auch noch die Möglichkeit, diesen Silicon- und Isolatorschritt ohne Backgate zu produzieren, das ist dann Ultrasyn-Buddy-MOSFET, das gibt es, wie gesagt, auch nochmal unten verlinkt. Ansonsten, wenn das jetzt ein bisschen unverständlich war, vielleicht zuerst das Bulk-MOSFET-Video angucken oder halt das Produktionsvideo von dem Bulk-MOSFET, ist auch nochmal unten, wie gesagt, verlinkt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video.